Ja, liebe Community, nach 7 Tagen Fachausbildung, TÜV-zertifizierte Personenschutzfachkraft, möchten wir euch jetzt ein wenig ins Feedback-Gespräch mitnehmen. Um was ging es diese 7 Tage? Wir haben über das Berufsbild gesprochen, die Voraussetzungen zum Beruf des Personenschützers, der Personenschützerin. Wir haben Kommandostrukturen und Hierarchien definiert. Ganz wichtig, das Kundengespräch, also vom Briefing zum Debriefing bearbeitet. Wir haben Gefahrenprofile erstellt, Schutzklassen und die daraus resultierenden Formationsformen ausgearbeitet. Magister Andreas Schweitzer, auch als Teilnehmer in diesen 7 Tagen vor Ort gewesen, als Rechtsanwalt, war natürlich das Berufs- und Einsatzrecht ein wichtiger Part in der ersten Ausbildung und die rechtlichen Grundlagen. Taktisches Einsatztraining, die Einsatzlehre und die Evakuierung wurde kombiniert, vor allem im Bereich des Einsatztrainings. Dazu haben wir die SIRT-Waffen verwendet, die hier nicht so fit im Thema sind. Da geht es um Shoot, Indicating, Resetting, Trigger. Das heißt, wir haben hier mit speziellen Übungswaffen gearbeitet, die entsprechend auch Schutz bieten, aber für das Training am besten geeignet sind. Im Einsatztraining haben wir auch operativ Fahrzeuge verwendet, nämlich eines der ersten Aufgaben nach so einer Ausbildung bzw. Zertifizierung wird vermutlich der Einsatz als Schutzfahrers oder im Bereich der Aufklärung im Personenschutz liegen. Und ich glaube, ich kann zusammenfassen, es waren auch sehr viele, viele Sport- und Belastungseinheiten dabei. Mhm. Damit starte ich jetzt einmal ganz links. Also bei uns im Kommando und vor allem auch während der Ausbildung werden schon entsprechende Nicknames oder Codenames vergeben. Hier ist Codename Rollo. Und jetzt gebe ich dir mal kurz das Wort, der fasst einmal in wenigen Sätzen die ganze Ausbildung in 7 Tagen zusammen. Es ist wahrscheinlich relativ schnell vergangen. Vor allem, wie war deine Einstellung, bevor du hierher gekommen bist und wie ist die Einstellung jetzt so nach 7 Tagen? Rollo hat das Wort. Also meine Einstellung im Vorfeld war, ich besuche ein Seminar, habe zu gewöhnlichen Zeiten meine Unterrichtsinhalte, bin abends fertig, so wie man es seit Herkinderseminaren. Meine Einstellung jetzt ist eine vollkommen andere mit den Inhalten, mit denen ich am Anfang eher so meine Schwierigkeiten hatte, gerade sportlich und so. Die sind jetzt, da hat sich das Mindset wesentlich entwickelt im positiven Sinne. Also was in den ersten 2 Tagen noch recht schwierig war, lief dann flüssiger. Es war inhaltlich sehr viel, aber sinngemäß strukturiert und gut aufgebaut, sodass man nicht das Gefühl hatte, man war überladen, hat viel trainiert, sehr viel, auch zu Zeiten, zu denen man nicht damit gerechnet hat. Und alles in einem kann man aber doch alles abrufen und es ist kein Overload. Danke dir. Ja, ich gebe jetzt einmal gleich ein Stück weiter nach links. Und für dich würde ich die Frage stellen, vor allem, was hat dich bewegt, hier herzukommen und kommst du wieder oder vor allem, was würdest du jetzt an jemanden mitgeben, der so gerade auf dem Sprung ist, zu sagen, ich gehe den Schritt oder gehe den Schritt nicht, ja? Codename Terrier. Ja, hallo. Was ich ganz klar mitgeben kann, weil ich genau in der Situation war, ob man den Schritt tut oder nicht. Ich denke, es ist die beste Möglichkeit, um ein für alle Mal zu sehen, ob das was für jemanden ist oder nicht. Also man merkt ganz, ganz arg schnell, dass man genau dieses Leben so haben will. Und wenn man nicht der Mensch dafür ist, dann kann man sich das, glaube ich, auch nicht anzwingen. Das ist kein Beruf für Menschen, die schnell irgendeine Möglichkeit suchen, sondern es ist ganz arg, man soll da ganz arg zielgerichtet rangehen. Wenn man guckt, merkt man ganz arg schnell, das hier ist mein Weg oder nicht. Bei mir war das so, also ich habe mich ins kalte Wasser geworfen, weil ich im Thema Personenschutz keine Erfahrung hatte. Und dann steht man da vom ersten Tag an und ist in dieser Struktur vollkommen umgeben von dieser Struktur und kommt da auch nicht mehr raus bis zum letzten Tag. Und das will man. Das ist das, wofür man da ist. Ansonsten ist nach 2 Tagen eigentlich, ist man da raus. Man merkt, dass das nicht das Richtige ist.
Für mich war es die absolute Bestätigung, anders kann man das gar nicht sagen. Deswegen, wenn man am Hadern ist oder am Überlegen, wann und wo tue ich das, dann kann ich nur empfehlen, macht so wie ich, sucht euch jemanden Guten raus, nicht irgendeine 0815-Nummer und macht es auf jeden Fall und dann weiß man, wohin es geht. Sehr gut, Dankeschön. Warum der Nickname, Codename Terra ist, wird natürlich nicht verraten, ja. Das bleibt in dem Kommando unter uns. Ganz rechts, lieber Magister Andreas Schweizer, Rechtsanwalt und Präsident des Österreichischen Detektivverbandes. Was treibt einen, der schon so im Managementbereich, so im Leben steht, zu der Ausbildung? Also was hat dich motiviert, außer ich natürlich? Ja. Nach 7 Tagen auch natürlich körperlicher Belastung, als Rechtsthema wird für dich natürlich hier nicht das Hauptthema gewesen sein, aber nach dem ganzen Konvolut als Inhalten hat es dich bestätigt, den Weg zu gehen, aber vor allem als erfolgreicher Jurist auch. Warum geht man als Manager diesen Weg noch einmal und setzt sich mit so einem Team ins Kommando? Also vorweg, ich bin fix und fertig. Körperlich eine absolute Herausforderung, aber eine lohnende Herausforderung, weil so ein Bürotiger wie ich, der sehr selten ist, fast nie zum Sport kommt, war das wie so bei den Navy Seals der Hell Week. Mir wurde jetzt schon einmal mitgeteilt, das ist jetzt nur der Anfang. Also es wird noch schöner werden. Ich freue mich darauf, aber was hat mich daran bestätigt bzw. beflügelt? Einfach auch der Teamgeist. Man wird hier in eine komplett neue Situation mit neuen Personen, mit neuen zukünftigen Freunden geworfen und da merkt man, wenn man alle an einem Strang zieht und in eine Richtung geht und ein Ziel verfolgt, dass man das auch gemeinsam schafft. Und genau das ist das, was mich in dieser Ausbildung beim Franz sehr beflügelt hat. Ich bin als Rechtsanwalt bzw. in meiner Sparte des Strafrechts hauptsächlich ein Einzelgänger. Aber hier habe ich wieder Sachen dazugelernt, die du so im Alltag, im Berufsleben nicht lernst. Du lernst das Teamwork, du lernst die Aufteilung, jeder weiß, was er tut und zusammen ist man dann ein großes Gebilde und man kann hier sehr viel erreichen. Und das ist das, was ich aus der einen Woche, aus dem Modul 1 hier mitbekommen habe und was mir definitiv auch in meinem Job und in meinem weiteren Verlauf, hoffentlich längere Personenschutzkarriere, was ich da jetzt erlebt habe, mitnehme. Ja, also ich kann allen nur empfehlen, die schon mitten auch im Leben und im Berufsleben und Managementleben stehen, macht so eine Ausbildung, ihr lernt Wege, die ihr so nicht bedenken würdet. Und das ist das, was ich hier sage, was top ist und was mich beflügelt, hier auf jeden Fall weiterzumachen, auch mit meinem Team da drüben. Ich glaube, wir schaffen das alle und ich denke, wir werden alle Personen dieser Welt nicht schützen können, aber doch einen gewissen Beitrag für die Sicherheit leisten können. Ja, danke vielmals. Also bei dir habe ich deinen Namen genannt, aus dem Grund, weil du auch in der Öffentlichkeit stehst. Trotzdem hat er einen Nickname, nämlich Semtex, aber warum das so ist, müssen wir auch unter uns belassen. An meiner rechten Seite noch Marco. Marco hat bereits die TÜV-Zertifizierung abgeschlossen und ist gerade sozusagen im ersten Modul bei uns die Ausbildung als Einsatztrainer zu machen. Frage an dich. Abgeschlossene Ausbildung, jetzt der Weg zum Einsatztrainer. Was hat dich beflügelt, jetzt noch einmal das auf dich zu nehmen, aus der Perspektive doch des Einsatztrainers? Und wie war so, war das erste Modul jetzt in der Ausbildung des Einsatztrainers für dich mit dem kleinen Team hier? Ja, also das hat mich der Weg vor allem, weil es für mich eine Ehre war, eigentlich, dass du mich gefragt hast, ob ich da Interesse dran hätte. Und generell ist es ja so, das wird man vielleicht aus seinem eigenen Berufsleben kennen, egal was immer das ist. Nur wenn man in der Materie Dinge immer wieder wiederholt, bleiben diese auch dann wirklich hängen. Dann sehe ich das Ganze auch als eine Chance meiner zukünftigen Kollegen, mir selber hier mitzuformen. Und das macht unglaublich Spaß, wenn man sieht,
wie jeder hier wieder über den Punkt drüber geht, das aufgeben zu wollen, an dem er selber schon tausende Male gefühlt gewesen ist. Also es ist jetzt mein 11. oder 12. Modul, was ich besuche bei dir. Und ja, das ist gigantisch, wie das praktisch immer wieder denselben Ablauf hat. Ne? Gibt auch Leute, die eben dann, das habe ich ja so ein bisschen angeschnitten schon, aber auch einfach feststellen, dass sie für das Ganze eben nicht geeignet sind. Ja, trotzdem gute Menschen sein, aber die Leute im Personenschutz, das ist schon eine ganz bestimmte Art Mensch. Und ich hoffe, dass ihr irgendwann das Ganze abschließt und dass wir dann irgendwann mal zusammen im Einsatz sind. Möchte ich bei dir auch nochmal bedanken generell für das Ganze und auch dir nochmal ein Kompliment geben. Also ich habe die alten Module, die auf 9 Module geteilt waren, ja alle abgeschlossen. Und man muss schon sagen, also du hast es wieder geschafft, aus einem sehr fertigen Konzept damals nochmal einen draufzusetzen, nämlich dieses 24-7. Ihr wisst jetzt, was das 24-7 hier wirklich 24-7 auch ist. nochmal enger zusammenzubringen und dadurch, dass man wirklich eine Woche intensiv arbeitet, dass man da vom Lehrplan, von den Zeiten her flexibler ist, dadurch, dass man nicht um 4 Uhr Feierabend macht, sondern auch einfach mal, wenn es nötig ist, dann mal kurz was anderes machen kann. Sport hat uns da immer wieder geholfen, wenn es in der Theorie nicht weiterging. Ne? Und da ist das nicht so, man macht bis um 16 Uhr was und dann sitzt man abends im Hotel und schläft die Nacht über volle 6 Stunden oder sowas, sondern man hat wirklich Zeit hier, das Ganze voll auszuschöpfen. Ja, vielen Dank. Damit komme ich schon zur letzten Abschlussrunde. Jetzt fangen wir von hier an. Semtex, 2 Fragen an dich zur Abschlussrunde. Das erste ist, wie bewertest du jetzt hier das Bundessport- und Freizeitzentrum, was für uns in der Ausbildung ein sehr, sehr wichtiger Partner jetzt geworden ist, auch aufgrund der verschiedensten Möglichkeiten des Trainings. Ein kurzes Feedback hier zu der Location auch für unsere Ausbildung. Und die zweite Frage, ein Highlight aus diesen 7 Tagen für dich. Zur Frage 1 kann ich nur sagen, best location ever. Da gibt es wirklich alles, angefangen vom Zimmer mit Bett. Bis das hast du nicht viel gesehen. Das ich sehr selten gesehen habe, aber sehr wichtig ist, über Turnsäle, Kraftkammer, Ausdauersport, Möglichkeiten, die Berge, die wir sehr oft gesehen haben, und einfach das Umfeld, das Essen ist ausgezeichnet, die Bedienung ist perfekt und alles sehr, sehr, sehr freundlich. Also wirklich Top-Location, kann ich nur weiter empfehlen und auch die Zusammenarbeit hier noch mehr intensivieren. Zur Frage 2, was war mein Highlight? Mein Highlight war definitiv die körperliche Überbeanspruchung meiner psychischen Persönlichkeit. Haben wir das gut gesagt? Ja. Top, also okay, ist ein Wahnsinn. Also beim ersten Tag die erste Wanderung, die wir gemacht haben, also ich dachte, das ist. Ich bin Jurist, ich bin Anwalt, ich bin wer, ja, was tue ich mir da auf die Berg an? Ich war wirklich knapp am Aufgeben, wo ich dann gesagt habe, na, das zahlt sich nicht aus. Dann mein Team und auch die Ausbildner Franz und Marco, die haben mich dann buchstäblich nicht getragen, aber psychisch vorangebracht. Also ich habe das dann abgeschlossen. Beim zweiten Mal ist es dann schon besser gegangen. Da war ich zwar müde, aber ich habe dann durchgebissen. Und beim dritten Mal, wo wir noch weiter gegangen sind, habe ich zwar eine körperliche Müdigkeit verspürt, aber psychisch war es wirklich, wirklich für mich ein totaler Change. Und das war mein Highlight aus körperlicher Natur. Was die anderen Sachen betrifft, war es für mich komplettes Neuland. Das ist natürlich sofort Highlight. Also ja, mehr kann ich eigentlich dazu nicht sagen. Also danke, Franz, dafür. Vielen Dank. Gehen wir da weiter. Frage an dich. Ausbildungsstandort, Location, Frage 2, Highlight aus der Ausbildung. Ausbildungsstandort kann ich eigentlich mich nur anschließen. Ohne vernünftige Ernährung zum Beispiel kann man das sowieso ganz lassen, das Training. Und das Essen hier ist wunderbar, wirklich eine extrem positive Überraschung. Ich war schon auf ganz anderes gefasst eigentlich, weil man hat so die Erfahrung in solchen Standorten eigentlich, es ist
nicht ganz so toll ist immer. Aber das war hier eine extrem tolle Überraschung. Die Mitarbeiter sind grandios, wirklich, anders kann man es nicht sagen. Also es fällt wirklich auf. Umgebung braucht man gar nichts dazu sagen. Das ist der Wahnsinn hier. Egal ob Winter oder Sommer. Sommer war ich noch nicht hier, aber ich vermute mal, dass es ja auch genauso atemberaubend ist hier. Was war die Frage? Highlight. Das extrem starke und intensive Zusammenschweißen von einem Team. Das, also ohne den richtigen Kampfgeist geht das sowieso gar nicht. Das ist gar nicht möglich ohne die richtige Einstellung. Und die bildet sich. Das wird das schweißt zusammen. Und das taktische Vorgehen ist alles wunderbar. Das ist ganz arg interessant. Ich habe selber viel Erfahrung aus dem Selbstschutztraining. Selbst da ist es ganz arg viel Neues. Es ist alles wunderbar. Aber das absolute Highlight, wenn ich nur eins nennen kann und nur eins nennen darf, ist das, diese Mindset-Bildung im Team. Auf jeden Fall. Perfekt, herzlichen Dank. Rollo, the last of us. Erste Frage noch einmal zusammengefasst: Unterbringung, Location etc. Zweite, dein Highlight in dieser Ausbildung. Also zum BSFZ absolut empfehlenswert. Für unsere Zwecke fast schon wie ein kleiner Stützpunkt. Alles vorhanden auf engem Raum, was wir brauchen. Die Zimmer einfach mit allem, auch was man braucht. Dusche und Bett. Oft gebraucht haben wir es nicht, deswegen Dusche und Bett war da und die Räumlichkeiten sind einwandfrei, absolut. Und das Personal ist sehr herzlich, sehr familiär, auch das in der kurzen Zeit. Und mein persönliches Highlight war, nach all der Kämpferei und den Momenten, in denen man sich gefragt hat, welchen Sinn macht das Ganze eigentlich? Dann ungefähr nachts um 2 auf wie viel Meter Höhe ungefähr? Also 380 Höhenmeter zu gehen. Ja. Wie hoch wir sind, spielt denn keine. Ja, 380 Meter Höhenmeter. Auf 380 Meter Höhe zu gehen und dann mitten in der Nacht die beeindruckenden Berge zu sehen, ohne irgendein fremdes Licht oder irgendwelche Dörfer. Das war schon der Wahnsinn und das spricht auch ein bisschen für die Ausbildung. Ja, dass nach all dem, dass nach all der Anstrengung dann so ein Moment entsteht, der zusammenschweißt und der nachträglich im Kopf bleibt. Ja, vielen Dank. Du wirst beim Modul 2 wieder als Einsatztrainer, also als deine zweite Ausbildungsschiene für die Einsatztrainerausbildung dabei sein. Was gibst du den drei Kollegen noch mit für das Modul 2, also geht es um schwerpunktmäßig Schießtaktik, Einsatztaktik, aber auch das Thema Aufklärung im urbanen Bereich wird das Thema sein. Was gibst du denn mit, auf was sollten Sie sich vorbereiten für das nächste Modul? Also auf jeden Fall körperlich da weiter dranbleiben. Es wird ohnehin wieder hart werden, das ändert nichts dran, aber so eine Grundfitness, die sollte man sich immer erhalten, gleichzeitig auch die geistige Fitness. Das heißt, die Dinge, die wir jetzt gelernt haben, die werden wir im Modul 2 wieder brauchen. Also die kann man jetzt nicht in kopfmäßig in die Abstellkammer eben stellen, sondern das brauchen wir wirklich. Das sind alltägliche Dinge, auch die taktischen Abläufe, die wir jetzt gemacht haben. Ja, jeder von euch hat ein Fahrzeug, das einfach mal nachmittags irgendwie mal machen oder sowas, nochmal durchgehen, so eine Trainingswaffe zulegen. Also taktische Dinge, die wir jetzt schon gelernt haben, die müssen einfach drinnen bleiben, die sind elementar wichtig für den Beruf. Und das Ganze bleibt eben nur auch im Muskelgedächtnis, dann, wenn ich das eben regelmäßig übe. Ja, vielen Dank. Also, danke an euch. Danke dir. Danke sehr, die 7 Tage. War sehr, sehr spannend und aufregend mit euch, auch für euer Durchhaltevermögen. Ja, liebe Community, zum Abschluss. Also, wie man sieht, den Esprit de Corps, also den Corpsgeist, vor allem in solchen Einheiten, der ist einfach nicht in der Theorie lernbar. Da muss man 24/7 Zeit miteinander verbringen. Viel Schweiß mehr oder weniger dafür hergeben, aber der Preis zahlt sich aus unserer Sicht definitiv aus. Im Ende Mai, Anfang Juni geht es weiter, also wir werden euch auch als unsere Community am Laufenden halten und da 7 Tage und nur 5 Köpfe jetzt hier sitzen, wollen wir uns trotzdem herzlich verabschieden und wünschen euch noch in dem Sinne heute Sonntag einen schönen Sonntag und bis bald.